Name ist Martin Ruge von Löw. Ich bin Geschäftsführer der Futulia Service GmbH. Und ich freue mich, dass wir heute die vierte Ausstellung im Futulia Lab eröffnen können. Mit Peter Atkins, der auch vielleicht das Model der Ausstellung von der Van Roy mitgebracht hat. Das ist die zweite Autorenausstellung, die wir haben. Peter kam eben auf uns zu mit dem Konzept, eine Ausstellung zu machen, die nur eine Person porträtiert. Und das ist eben Funda. Ich bin Funda Van Roy und mich sieht man in der Vernissage, ich glaube, 8-mal. Normalerweise bin ich im Fernsehen zu sehen, und zwar bei Galileo. Ich bin der Peter Atkins, ich habe die Fotos fotografiert. Wir produzieren ganz viele Bilder für Futulia und haben oft festgestellt, dass auch bei professionellen Models, wenn wir sagen, mach mal hier ein paar Gesichtsausdrücke, ein paar Mimiken, beim vierten, fünften, sechsten Ausdruck kommen sie an ihre Grenzen. Und dann ist mir eben spontan die Funda eingefallen. Du kannst es sehr gut. Ich finde es von dir sehr professionell, dass es nicht darum geht, ach, wie bin ich schön. Du bringst das Thema rüber, um das geht es. Das ist ja wie beim Schauspielen ja auch. Wir haben eine Ausbeute von über 100 Fotos, wo wir heute die 8 schönsten präsentieren hier. Diese Aufnahmen sind im Großformat wirklich monumental. Einmal einen Meter hinter Acrylglas im D-Sec-Verfahren von Gem Fine Art Print gedruckt worden. Und es ist doch echt wirklich auch eine sehr schöne Qualität und auch eine schöne Abstraktion. Also ich mag ja das Minimalistische sehr. Dadurch siehst du das Konzept vom Künstler umso deutlicher. Und das finde ich ist hier auch ganz gut gelungen, weil es eben genau auf den Ausdruck der Fokus liegt. Deswegen haben wir auch mit sehr offenen Blende fotografiert. Und weißes Shirt, weißer Hintergrund, das ist wirklich, die Haut ist im Vordergrund. Dadurch war ich auch sehr begeistert gestern, wo ich das erste Mal die Bilder an der Wand sah, dass eben wirklich die Haut so belassen worden ist. Also die grauen Haare, die hättet ihr schon wegmachen können. Aber es soll zeigen, dass wir hier ehrlich sind, dass es dunkel ist. Mich selber zu sehen ist total normal, aber mich selber so groß zu sehen ist total ungewöhnlich und natürlich unretuschiert. Ist schon nicht so schlecht, aber es gefällt mir total gut.